Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rumble War 2 mit Sparta. Und die 300 werden jetzt mal diese Stadt einnehmen. Ja, spielen wir mal. Also der ist rausgekommen. Das ist ganz praktisch für uns. Sinopes Ableger. Das ist okay. Sinope. Die tollen Sinope. Wir gehen mal Richtung da. Weil er greift ja uns an. Das heißt, wir verteidigen. Das heißt. Schmarrn. Ja, 3-3 machen wir. Das heißt, er kommt zu uns. Die Frage ist natürlich, wo seine Verstärkung herkommt. Aber ich glaube, sie kommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, müsste hinter ihnen kommen, genau. Weil die kommen ja von der Stadt, nicht? So. Dann stelle ich mich mal hier auf. Mach hier die Flanke zu. Und hier mache ich das so. Ja, das macht ihr. So. Die Kavallerie steht hier. Der General steht. Ja, hier. Es ist ja nicht schlimm, wenn der, dadurch, dass der General hier steht, sich auf diese Flanke hier stürzt. Das ist gar nicht schlimm, weil dann machen wir hier eine Umflankungs. Also gehen wir. In die Umklammerung, sag ich mal. So. Es war auch jetzt nicht schlimm, dass die gerannt sind, weil bis die Leute hier sind, sind die wieder ausgeruht. So, die können wir schon mal in eine dicken Phalanx hauen. Die in eine normale. Der Lady. Ja, das ist immer geil, mit so heftigen Generälen zu arbeiten, weil die können halt hier Kraftkonzentration machen und Loyalität und das ist halt richtig krass. Ziel auf verbündete Einheiten, um die Abwehrfähigkeit stark und zu verbessern und ihre Moral für längere Zeit unzerstörbar zu machen. Das ist halt richtig heavy. Richtig, richtig heavy. Warte, ich dreh mal den ganzen Spaß hier um so viel. So. Und jetzt halt wieder normal. Die müssen nämlich. Die müssen nämlich auch passen. So, sehr schön. Was er jetzt ganz cool macht, also hat Vor- und Nachteile seine Strategie, also wenn man von Strategie reden will, ist, dass er nicht auf einmal, also nicht alle auf einmal angreifen lässt, sondern so tröpfchenweise. Der Vorteil dabei ist, also jetzt schmeißt er halt eigentlich nur seine Einheiten weg. Aber man kann das so machen, dass man in einer längeren Formation angreift. Das heißt, so eine dünne Front und dahinter noch eine Reihe, dahinter noch eine Reihe, dahinter noch eine Reihe. Der Vorteil daran ist, dass er nur hier vorne die Einheiten. Wieso schießen die nicht? Ah, sie schießen. Dass die da vorne nur aufgerieben und erschöpft werden. Und die da hinten, also meine werden auch erschöpft, aber er bekommt dauernd Truppen, die ja, safe sind. Und das ist halt dann. Ja, praktisch. Wir hungern nach
So, jetzt muss ich mal Feuer auf seine Peltasten machen. Weil die machen schön Damage. Yep. So, sorry für die Unterbrechung. Da war jemand Wichtiges am Telefon. Mit einer schlechten Neuigkeit, aber okay, machen wir weiter. So. Wir erwarten eure Befehle. Sparta! Der feindliche General ist tot. Befehl verstanden! Doppelte Geschwindigkeit! Bereit! Ja, Kommandant! Wie ihr Befehl! Warte, ich mach mal die Kraftkonzentration auf diese Flanke. Kampfbereit, unwillig! Und die auch. Genau. Unser General wird angegriffen! Bereit zum Einsatz! Aufblicken! Dann geh ich mal hier weiter. Alter. Das ist so geil. Angriff, Moral. Bürgerkavallerie, Kommandant. Ihr seid. So reingehen. Wir erwarten eure Befehle. Bürgerkavallerie. Die soll ja auch mal weggehen, da. Das sind Pikiniere, ne? Die haben noch 30, ja. Watch. Ich erwarte eure Befehle. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Super. Pikeninfanterie bereit! Sparta! Kommandant, wie ihr befehlt! Speere bereit! Bereit zum Einsatz! Schnell vorrücken! So, und jetzt bitte auf diesen hier. Schneller Nahkampf, Kavallerie! Sparta! Wir sind auch fertig. Gut, da ist jetzt komplett fertig. Kannst du nochmal schreien? Ah, gleich. Schnelles Marschieren! Schrei! Das geht doch gut. So. Den gegnerischen General weiß ich jetzt gar nicht, ob wir den auch bekommen haben. Ja, hier 2, 2, 2, 5, 1, bla bla. Die Flanke war auch schon gut unterwegs. Das sind halt einfach, ja, goldene Wimpel 1. Das ist halt einfach gut. So. Ja, der wurde auch befördert. Das ist super. Generäle habe ich beide umgebracht. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, ne? Also, weil er ist rausgegangen. Und dadurch habe ich das nicht erobert. Ah, da sind jetzt wieder zweimal die Blöden unterwegs. Da muss ich ja schauen, dass der so schnell wie möglich die Verteidigung gegen Agenten bekommt. Entschuldigung. So, Militärumsturz. Haben eure Truppen schrumpfen lassen. Gescheiterter Bestechungsding. Okay, da hat er... Ja, das ist in Ordnung. Dann greifen wir mal da an. Autsch. Au.
Junge, Junge, der hat 8 Pikiniere. Junge, Junge, Junge. Das will ich spielen. Weil 8 Pikiniere sind knifflig. Vor allem, also in der Schlacht ist es in Ordnung. Ist zwar nervig und anstrengend, das Ganze zu managen, aber in der Stadt ist es heftig. In der Stadt ist es richtig heftig. Also wenn er sich gut anstellt, wenn er sich clever anstellt, dann habe ich fast keine Chance. Okay, die gehen hier, also die gehen da, die gehen da. Die teilen sich hier auf. Und die zwei gehen dahin. Und die alle Feuer von hier. Der General geht auch da hinten mit. So. Hier ist eine komplette Armee. So. Hier ist auf jeden Fall was. Hier ist ein bisschen was. Hier wurde auch ein bisschen zusammengetreten. Aber ja, seine komplette Armee ist da. Okay, hier sind Pikiniere. Da sind einmal Pikiniere. Da sind Pikiniere. Interessant. Sehr interessant. Spartaner! Sie sind bereit! Kommt eine Phalanx! Speerinfanterie zu eurem Dienst! Spartaner! Sie sind bereit! Kommt eine Phalanx! Zu euren Diensten! Wir erwarten eure Befehle! Ja, Kommandant! Die gehen mal hier in der Phalanx rein. Die kommen dahinter. Und die scouten mal hier rein. Okay, das ist völlig in Ordnung hier. Wobei der hat ziemlich reingedrückt. Das ist auch nur eine Bürgerwehr. Da sind Kavallerieeinheiten. Hä? Ah, nee, da sind Pikiniere jetzt. Ich wollte versuchen, hier reinzuflutschen. Ja, jetzt sind da Pikiniere. Ein bisschen dumm. Oder blöd. Ich kann nach da schießen, weil die zeigen mir den Rücken. Ich könnte nach... Nein, einfache Geschwindigkeit hier. Okay, die werden natürlich jetzt beschossen. Zu euren Diensten. Nein, für Ruhm! Das ist halt richtig, richtig, richtig heftig hier mit den ganzen Pikinieren. Na komm, Kavallerie! Bürgerkavallerie! Schnelle Reiter zu euren Diensten. Die reiten mal weiter, zwei bleiben zurück.
Was mache ich mit euch? Momentan noch nix. Momentan noch nix. Die müssen einfach Dauerfeuer machen. Die bleiben einfach da, damit der auch hier bleibt. Das hat er, ja. Bürgerkavallerie ist halt einfach blöd schlecht. Sind halt einfach schlecht. Okay, weg da. Die sind einfach zu schlecht. Da brauche ich dann bessere Kavallerie. Das Gute ist, dass er auf meine Hopliten schießt und nicht auf meine Phalanxen. Die Phalanxen sind natürlich nicht so resistent wie die Pikeniere. Ja, andersrum. Also, ja doch, nee. Phalanxen sind, haben mehr Rüstung. Das ist halt super gut, dass der nicht weiß, wie man mit den Pikenieren umgeht. Das ist schon mal sehr schön. Da scoute ich mal wieder rein. Hä? Ist der wieder zurückgekommen oder was? Ich halte mal da weiter. Da passiert ja gerade nichts, ne? Genau. Damit ich ihn dann in den Rücken kann. Passt. Dann mache ich mal den hier. Schiebe ich vor, damit er eher auf die Dinger schießt, anstatt auf meine. Also auf die Phalanxen. So, jetzt move der auch ein bisschen. Okay, hier ist immer noch durch. Beacon geschützt. Hier auch. Ja, nee, das ist zu gefährlich, weil wenn er hier die Klappe zumacht, habe ich ein Problem. Aber so schlau ist er nicht. So schlau ist er nicht. Befehle verstanden! Bürgerkavallerie! An die Waffen! Bereit zum Einsatz! Spartaner! Sparta! Speerinfanterie bereit! Spartaner! Okay, jetzt gehe ich zum Angriff über. Schnell! Bereit! Kommandant! So. Nein, doch nicht auf die Bürgerkavallerie, sondern auf die Pikeniere. Da, genau. Unser General wird angegriffen. So. Die Pferde gehen wieder zurück. Die habe ich zu lange stehen lassen.
zieht euch zurück! Durch die Linien! Na komm, Kavallerie! Spartanische Pikobefehl! Ja, so, hier, los geht's! Jawohl! Bereit! Ja, da geht's auch los. So, sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das muss halt. Dieser Ruf muss kommen, wenn. Wenn ihr gegen Pikiniere kämpft. Da muss der Ruf kommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nee, das. Oh. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ja, da hat er die Klappe zugemacht. Sehr gut. Nee, es muss der, die Nachricht kommen, dass eine Einheit von dir keine Munition mehr hat. So muss das sein. So muss das sein. Da. Dann gehen die hier hin. Die da sind auch gleich weg. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Wir erwarten eure Befehle! Der könnte sich nochmal erheben, aber das ist uns. Ja, fast schon Schnuppe. Aber die Pikiniere kommen nochmal hoch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist gut. Das ist schlecht, aber das ist in Ordnung. Die haben viel Trouble bei den Gegnern gemacht. Ich gehe mal zu denen rüber. Dahin. Das war ein schlechter Charge von ihm. Dadurch hat er sehr viel verspielt. Und hier die beiden werden die jetzt auch einkesseln. Und dann ist gut. Ja, ich habe ja nur jetzt meine Kavallerieeinheiten vergeudet. Ah, die sind eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General, zu Befehl! Spartaner! General, schnell vorrücken! Sparta! Greift ihre Positionen an! General! Zu Befehl! Verstanden! Bereit zum Einsatz! Das ist auch fertig. Nein. Warte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der General von denen war ja richtig gut. Nee. Dich mache ich fertig, du. Du General, du. So. Ja, war nicht ganz so gut. Der feindliche General ist tot. Super. In Ordnung. Mhm. Ja, die ganze Kavallerie habe ich verloren. 370, nicht schlecht.
Ja, die waren auch 140, 120. Ja. Das Problem ist ja wirklich die Bürgerkavallerie. Das ist wirklich eine schlechte Einheit. Genau, den mache ich zum Hinterhaltstypi. Das Problem ist halt, dass man... Warte, ich speichere mal. Und mach's nochmal automatisch. Aber ich mach aber Schutzstellung, glaube ich, oder ausgeglichen. Schutzstellung. Wenn ihr mit Geschossen überlegen seid. Ja, an sich. Nee, ausgeglichen. Oh, gut. Er hat keine getötet. Super. Geschosse ist er nämlich besser durch seine Türme. So. Was würde ich hier machen? Öffentliche Ordnung ist eigentlich ganz gut. Futter ist gerade auch ganz gut. Geld, ja. Geld kann man immer pushen. Militär habe ich ja jetzt hier. So, hier ist er ja nochmal so einer. So. Wo bin ich denn gerade? Hier bin ich. Söldnerlager, dann... Rekrutierungsplätze ist gut. Das ist auch gut. Super. Jetzt habe ich halt, ich habe ja die Aufnahme pausiert. Und jetzt weiß ich nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Aber ich glaube, also wir nehmen jetzt schon 20 Minuten auf. Beziehungsweise, also über 20 Minuten. Deswegen kann ich, glaube ich, getrost jetzt die Folge sein lassen und starten zu rendern und so weiter. Ja. Hier, das war halt Bürgerkavallerie. Die sind gut. Die sind super. Aha. Die letzte Mauer. Interessant. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.